Hallo, ich bin Lea, deine neue Kollegin. Und ich arbeite seit 2014 bei den DRK-Kliniken Berlin. Ich habe nämlich hier die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Und zu dem Unternehmen bin ich tatsächlich gekommen, weil mein Papa selbst hier mal Patient war und ich immer so auf dem Gelände unterwegs war und dachte, boah, das ist echt ein schönes Krankenhaus. Und dann habe ich entdeckt, dass es hier auch ein Bildungszentrum gibt und deshalb habe ich mich hier auch beworben. Ich arbeite seit dem Ende meiner Ausbildung im Springerpool. Das bedeutet, ich hüpfe eigentlich im ganzen Krankenhaus rum. Und zurzeit bin ich aber meistens auf der Gastroenterologie, einer Abteilung, die mir total Spaß macht. Ich arbeite sehr gern mit den gastroenterologischen Patienten zusammen. Und trotzdem genieße ich es aber auch, immer mal wieder die Station zu wechseln und andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Fachabteilungen zu unterstützen. Ich habe mich für den Springerpool entschieden, weil für mich eine flexible Arbeitszeit total wichtig ist. Und gleichzeitig kam eine Leasingfirma nie in Frage, weil ich das schon mag, an einem Krankenhaus, in einem Unternehmen zu arbeiten und immer die lieben Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, mit denen ein Schwätzchen zu halten. Und außerdem, wenn ich auf die Station komme, dann freuen sich meistens die anderen Kolleginnen und Kollegen, weil eben eine ihnen vertraute Person kommt. Außerdem kann ich trotzdem manche Patientinnen und Patienten über Wochen oder Monate begleiten oder ich treffe sie wieder und deshalb macht mir die Arbeit innerhalb eines Unternehmens Spaß. Also für mich ist es nicht schwierig, dass ich kein festes Team habe, weil ich durch meine Ausbildung einfach schon auf fast allen Stationen gearbeitet habe. Das heißt, ich kenne auf jeder Station Menschen und komme da gerne hin und fühle mich da auch immer sehr willkommen, wenn ich komme sozusagen. Und das stört mich überhaupt nicht. Ich bin eine Person, die gerne immer mal das Team wechselt und ich habe aber meistens immer am Stück ein paar Dienste auf einer Station, was irgendwie wichtig ist für den Arbeitsablauf, dass ich mich nicht jeden Tag neu orientieren muss. Außerdem arbeite ich noch in der Kreativwerkstatt. Die Kreativwerkstatt ist ein Raum, in dem ganz viele Projekte stattfinden können und in dem ich zusammen mit anderen Gesundheits- und KrankenpflegerInnen arbeite. Wir sind gerade ein Team aus 4 Leuten und wir machen ganz unterschiedliche Projekte, die dazu beitragen, dass sich die Patientinnen und Patienten, aber auch die ganzen Mitarbeitenden hier ein Stückchen wohler fühlen und dass wir selbst versuchen, etwas in diesem Gesundheitssystem zu verändern. Und im Rahmen der Kreativwerkstatt sind zum Beispiel schon 2 Kurzfilme entstanden und wir veranstalten jährlich die BIZ-Pflegekonferenz, wo wir die ganzen Auszubildenden einladen, auch selbst Workshops zu geben und Vorträge zu halten, wo wir uns aber auch Experten und Gäste einladen. Und das macht immer sehr viel Spaß. Ich arbeite hier im DRK-Klinikum Westend. Ich habe hier auch meine Ausbildung gemacht. Das war sozusagen mein Stammhaus. Man wird da so nach Wohnortnähe wird man eingeteilt und ich habe eben hier in Charlottenburg gewohnt und deswegen habe ich immer hier im Westend gearbeitet. Aber für die Projekte in der Kreativwerkstatt waren wir auch immer ganz viel in Mitte unterwegs und auch in Köpenick und auch manchmal in Mariendorf zum Weihnachtssingen zum Beispiel. Und das heißt, ich kenne eigentlich alle Häuser gut und kenne auf allen Stationen oder auf den meisten Stationen in den Häusern auch Mitarbeitende und das finde ich echt total cool, weil ich so einen guten Einblick habe, was in unserem Unternehmen los ist und was für tolle Menschen hier arbeiten. Ich glaube, damit Pflege ein Leben lang spannend bleibt, muss man sich selbst auch auf die Arbeit mitbringen. Also man darf nicht seine Persönlichkeit abgeben, wenn man seinen Kittel oder den Kasak anzieht, sondern man muss eben sich selbst auch einbringen. Man muss sagen, was kann ich gut? Zum Beispiel Kuchen backen. Wenn ich gerne Kuchen backe und es mir Freude macht und ich das nicht als Last sehe, sondern es wirklich schön für mich ist, dann mache ich das und kann so eine gute Energie mit in mein Team und auf die Arbeit mitbringen. Und so ist es auch, wenn ich Gitarre spiele, dann ist es einfach auch schön, wenn ich meine Gitarre mitbringe. Habe ich mal gemacht an Heiligabend und es war total schön. Und nicht nur die Patientinnen und Patienten und die Kolleginnen und Kollegen haben was davon, sondern auch ich empfinde ja da eine total große Stärkung, wenn ich mich einbringe und merke, dass es gut ankommt. Und ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, wie man lange zufrieden an einem Ort oder in einem Beruf arbeiten kann, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man sich für den Beruf verbiegen muss, sondern wenn man den Beruf so gestaltet, dass man selber sein kann. Und das ist mir in den letzten Jahren hier ganz gut gelungen und deswegen bin ich hier auch sehr zufrieden. Meine Leidenschaft ist tatsächlich Filme machen und das haben wir hier in den letzten Jahren
schon sehr viel gemacht und es freut mich, dass immer mehr Filme, wie jetzt auch hier mit dem strategischen Recruitment, mehr Filme gemacht werden und dass Pflegende und das ganze Personal im Krankenhaus einfach ins Rampenlicht kommen, dass die Geschichten erzählt werden und dass Menschen auch in der Gesellschaft mitbekommen, was für tolle Menschen da arbeiten. Und dass die Gesellschaft auch zu einer Art Lobby für uns wird, weil wir haben große Probleme im Gesundheitssystem und die müssen wir zusammen angehen. Und da brauchen wir aber auch Hilfe der Gesellschaft, die sagen muss, das ist uns wichtig, dass Pflegende und die Arbeitssituation, also dass die Arbeitssituation für Pflegende angenehmer wird und deshalb setzen auch wir uns ein. Und diese Öffentlichkeit, die möchte ich der Pflege und dem ganzen Gesundheitswesen gerne geben. Wenn du jetzt Lust gekriegt hast, auch bei uns zu arbeiten, dann fände ich das super, denn ich würde dich gerne als meinen neuen Kollegen oder meine neue Kollegin begrüßen. Bis bald!